Weil an diesem Fass lohnt nicht, dass die ganze Problematik rangehen von der Trennung von Kirche und Staat, für die als Partei auch steht. Wir müssen ihnen ein Finanzierungsmodell proposiert, den Otto Permille, den es an Italien gibt, den einzelnen Bürger gibt zu lassen, eine Kirche zu unterstützen oder nicht zu unterstützen. Und wenn denkst du, was für eine Kirche das denn unterstützt, was also ganz demokratisch und transparent Punkt wäre. Ich will mich mehr spezifisch noch behaupten, befassen mit dem Gesetzesprojekt, den wir mit Blick am Gange sehen, zu diskutieren, an dem von der Regierung deponiert gehen aus, auf wo man auf den Avis vom Conseil d'État beauftragen, an dem es darum geht, ob in Kirchen an Zukunft der Gemengen gehören oder ob sie an den neuen Fondsgiffen überschrieben wird. Da der hat absolut kein Problem, als auch der Mandeur, für das eh für alle mal Gold geklärt gehen, wem die Einzelkirchen gehört, ob das die Kirche ist oder ob es die Gemeinde nicht ist. Da haben wir kein Problem. Wir haben aber ein Problem mit zwei anderen Punkten an dem Gesetz. Und das eine ist, was die Gemeindeautonomie überlangt, und das andere ist die Ablösung von den Kirchenfabriken, an wo ein Transfer gibt von ihrem Vermögen oder ihrem Eigentum gibt an den Fonds gehen. Da der ist für diesen zwei Punkten gegen das Gesetz. Gemeindeautonomie, Gemeinden kriegen an diesem Gesetz verboten, dass die Kirche, die an den Fonds übergehen, dass die nach der subventionieren, was dann standhalten, die Restauration von den Gebäuden überlegen. An den Gemeinden hier im Land, an den meisten Gemeinden, aus den Kirchen, das ist den einzigen Patrimoine kulturell, den es an denen Gemeinden gibt. Ich gehe sogar so, dass Kirchen insgesamt die größte Patrimoine kulturell aus dem hier im Land haben. Der Staat geht hin, hier subventioniert die Gebäude, die an öffentlicher Hand sind oder an privater Hand sind, die einen gewissen Patrimoine kulturell haben. Gibt der Staat Subventionen, wie wir das Gesetz verbietet der Staat, die Gemeinden, die Gebäude auf ihrem Territorium zu unterstützen. Das ist also etwas Unvorstellbares, dass ihr am Fonds seht, ein Teil vom Patrimoine kulturell, der frei im Land nicht mehr unterstützt. Sie gehen Gemeinden kriegen verboten, aber wir sind der Meinung, dass das absolut auch gegen die Bestimmungen von der Gemeindeautonomie geht. Ein Gemeinde muss auch in Zukunft von der Römer frei sein. Wir können zu dezidieren, wen sie subventioniert, wen sie hilft durch andere Organisationen, Vereine, sie unterstützt durch andere Sachen. Also das am Kader von einer Gemeindeautonomie kann es nicht sein. Und ich kann auch schlecht feststellen, dass der Staatsrat Thomas dann auferstanden ist. Und ich stelle mich auch froh, alle die Bürgermeister, Chefs, Konseilien, die an der Chambre sind, die am Fonds Majorität tun, dann die verstimmen, dann sie selber hier Autonomie beschnitten kriegen. Der zweite Punkt ist, dass ein Patrimoine, dass den von den Kirchenfabriken, dass den eigenen Kirchenfabriken abgelöst gehen. Und zweitens, dass hier ein Patrimoine, dass den an den nationalen Fonds geht. Er stellt sich hart froh, wen Recht tut, so eine Decision zu holen. Wir haben an der zuständigen Chamberkommission der Minister Kerst vorgestellt, ob hier überhaupt der Bischof gefragt hat, ob der ein Mandat hat, für am Namen von der Kirchenfabriken abzulesen und für die Vermögen von der Kirchenfabriken an den nationalen Fonds zu überweisen. Der Minister hat geantwortet, nee, das tue ich meinem Minister, das tue ich meinem Bischof nicht geschwärzt. Und am Fonds also zwei Leute. Der Bischof und die Regierung über Kirchenfabriken dezidiert, und auch über die Vermögen dezidiert, die Vermögen dezidiert, was ihnen nicht gehören. Das sind also zwei fremde Personen über einen Dritten sein, Vermögen dezidiert, was heißt der Meinung noch, auch ein Sag von der Unmöglichkeit aus. Der unterstützt an dieser Reform die Vorstellung, wie sie vom Ziffel durchgestellt. Ziffel aus unserer Meinung noch, den einzigen autorisierten Organisation oder, ich kann nicht das Wort Gewerkschaft hören, aber die einzige autorisierte Institution, die das Recht hat, am Namen für die Kirchenfabriken zu schwätzen, weil sie rekrutiert die ganz, ganz groß
Majorität von der Kirchenfabriken und sie sind nicht mit der Proposition d'accord. Sie sind aber damit d'accord, für sich zu reorganisieren, für auf Gemeindeniveau eine Kirchenfabrik zu machen. Sie sind damit d'accord, für einen Solidaritätsbeitrag in der Kirchenfabriken an den Solidaritätsfonds zu bezahlen, für dass die Kirchen, die mehr suchen und denen Kirchen helfen, die nicht so viel suchen, für denen suchen zukommen zu lassen. Und wir müssen sich vorstellen, wieso geht der Staat dahin, und für sich so wie kein Medienland zu machen, für keinen Willen von den Betroffenen etwas durchzuziehen. Für was geht der Innenminister hin und refusiert, für mit einem Seefeld zusammenzukommen, für mit denen wir hier Probleme zu schwätzen. Wir sind der Meinung, dass die Seefeld die einzige sind, die trägt, um nun von den Kirchenfabriken zu schwätzen. Und sollen lauschen, was die Kirchenfabriken wollen. Und sollen der Staat hört sich nicht intern an den Funktionament von den Kirche anzumischen. Vor allem schwätzen so viel von Trennung von Kirche und Staat. Und sie schreiben, der Kirche gehört vierwesig zu organisieren oder was zu materieren, so und so per Gesetz. Und dürfen so mir. Wir gehen hin und wir holen das, was die Sifel, so wie sie wollen, organisieren. Aber wenn das bedeutet, dass muss legiferiert gehen, weil das Ganze auf ein Dekret zurückgeht, dann muss das eben legiferiert gehen, aber am Sinn von den Leuten, die da müssen leben. Daher kann also mit dem Gesetz nicht auferstanden. Wir hoffen, dass der Staatsrat ein klarer Spruch schwätzt. Wir hoffen aber auch, dass die Regierung angesagt, dass es auch von dem Minister Kersch immer sieht, dass es am Dialog mit der Kirche geschehen, es gibt am Interesse von der Kirche geschehen. Mir so ganz klar, nee, hier geht wirklich versucht, Komödie an die Kirche zu bringen und geschieht nicht am Interesse von der Kirche. Aber wann das Gesetz da sollte so durchgehen, wie durch die Vorstellung von der Regierung aus, wird da der nicht nehmen, der Gegenstimme, mehr, wir werden alles machen, für dass da der an eine nächste Regierung kommt. Aber wenn da der an eine nächste Regierung kommt, dann wird das Gesetz direkt reformiert und da kriegen Gemeinden ihre Autonomie zurück und die Kirche installiert und sie kriegen auch ihren Eigentum zurück.